Frage, wie an einer Perlenkette aufgereiht, Audi. Hat man sich das vorgestellt als aktueller DTM-Champion in Hinsicht auf den Herstellertitel, um den es jetzt eigentlich noch geht? Ja klar, aber ich habe natürlich gehofft, dass der erste Audi meiner ist und nicht der siebte. Also von daher, persönlich bin ich nicht ganz zufrieden, weil Q2 war gut, da bin ich eine schnelle Runde gefahren. Q3 hatte ich noch einen Satz und irgendwie nicht so ganz den Grip. Aber ja, ist halt eng und kann alles passieren in dem Qualifying heute. Und deswegen ist es okay für Audi insgesamt, genau das, was wir uns vorgenommen haben. Trotzdem müssen wir morgen erstmal noch die Punkte einfahren, weil da zählt's. Wir haben gesehen in Zandvoort, auch wenn man vorne steht und das Rennen kontrolliert, heißt das leider nicht, dass man es gewinnt am Ende. Wenn Safety Car zur falschen Zeit kommt, dann ja, bist du gearscht, auf Deutsch gesagt. Und deswegen, das bleibt abzuwarten. Aber wir sind in einer guten Position. Wir haben das ganze Jahr eigentlich guten Speed gehabt. Leider nicht ein Fahrer, oder besser gesagt, leider nicht ich immer. Und deswegen kannst du am Ende nicht gewinnen. Also der Wittmann hat das eben sehr gut gemacht, hat heute auch mal geschwächelt, aber für ihn geht es natürlich um nichts mehr. Und von daher wäre das schöner gewesen, hätte das ein paar Mal öfter während des Jahres gemacht. Ich glaube, der Herstellertitel ist, wenn wir den schaffen sollten zu gewinnen, ist auch sehr wichtig, zeigt am Ende doch, wie stark wir waren. Aber ja, der Fahrertitel ging halt zu BMW. Aber wenn man sich mal die Saison anschaut, wenn man mal genau hinschaut, war Audi stark. Es ging in vielen Momenten um dieses Glück. Und da habe ich schon mal deinen Teamchef gefragt heute, gerade auf Zandvoort bezogen. Ich meine, wenn du das vierte Mal die Safety-Car-Phase hast, ja, und gerade in deiner Position, ich glaube, das zweite war nun wirklich Worst Case, was passieren konnte, da beißt du doch diese Tischplatte da vor dir weg. Denkst du, dass gerade auf die Saison bezogen, dass ohne Glück es wirklich nicht geht? Also du kannst so gut fahren, das beste Auto haben, wenn du diese in den bestimmten Momenten dieses Glück nicht hast, wenn du irgendwo von rechts weggeschossen wirst, wofür du gar nicht kannst, kannst du nicht gewinnen? Ja, also ein Quäntchen Glück im Leben gehört immer dazu, bei allem, glaube ich. Man kann noch so gesund leben und trotzdem am Ende krank werden. Also das ist ja das, ja, was man nicht immer in der Hand hat. Und man versucht alles zu tun, um ein Ziel zu erreichen. Man versucht sich aus Dingen rauszuhalten. Trotzdem erwischt sich manchmal, dass dich jemand trifft. Ich habe dieses Jahr selber Fehler gemacht. Bin in Moskau einem Teamkollegen hinten drauf gerutscht. Das sind dann Dinge, da kann man sagen, ist ein bisschen Pech, ja. Aber am Ende hatte ich es in der Hand und habe einen Meter vielleicht zu spät gebremst. Und man braucht, um in der Meisterschaft hier zu gewinnen, natürlich das Quäntchen Glück. Aber am Ende muss man auch sagen, kann man auch sehr viel selber daran tun. Und deswegen ist, glaube ich, eine Mischung. Und letztes Jahr hatten wir das Quäntchen Glück in der einen oder anderen Situation. Und das hat sich dieses Jahr eben gewendet. Jetzt war ich vielleicht ein paar Mal auf der anderen Seite. Und im nächsten Jahr vielleicht geht es wieder in die andere Richtung. Ich bin mir ganz sicher, aber eigentlich ist das immer nur bei uns so ein Luftholen. Ja? Die anderen sollen auch mal eine Chance haben, dann kommen wir wieder. Kommen wir mal zu dem, was vielleicht in der nächsten Saison passiert. Ernst Moser deutete so ein bisschen darauf hin, ITR, Gespräche, Regeländerungen. Was wäre denn für dich als Fahrer mal ganz klar bezogen auf das Rennen? Was wäre für dich ein Wunsch, was du dir erträumen würdest in Sachen Reglement? Was würdest du dir wünschen, was vielleicht anders wäre oder ein bisschen modifizierter als dieses Jahr? Na gut, ja, ich glaube generell, wenn ich jetzt wünschen dürfte, dann würde ich eine Reifenmischung nur fahren und nicht zwei verschiedene. Ich würde die Weiche fahren nur, weil ich glaube, dass man da mehr Unterschiede hat, dass mal einer wirklich auch den Reifen zu sehr rannimmt. Bei dem harten Reifen, der hält halt ewig und dann ist es ein bisschen langweilig. Ich glaube, im Boxenstoppfenster sollte es nicht mehr so geben. Man sollte da ja, mehr Transparenz haben. Das darf nicht so kompliziert sein. Du musst wirklich die Möglichkeit haben zu überholen. Wenn du jetzt im Qualifying wie ich auf 7 bist, dann musst du eigentlich immer noch die Chance haben, aufs Podium zu fahren, wenn du ein gutes Rennen fährst und nicht hintereinander herfahren und kaum zu überholen. Also es muss vereinfacht werden. Die Geschichte zum Beispiel mit dem Safety Car kann so nicht sein, weil das hätte dieses Jahr oft passieren können und Safety Car wird in Zukunft mehr und mehr ein Thema, leider natürlich auch durch den Unfall in der Formel 1 in Japan. Und deswegen, da macht man wirklich einem, der vorne alles richtig macht, vielleicht das Rennen kaputt. Das kann nicht sein, weil es soll ja kein Glücksspiel sein, sondern am Ende, glaube ich, wollen alle sehen, dass der Schnellste oder Beste an dem Tag gewinnt. Und ich glaube, das ist das, was Motorsport ausmacht. Die Autos müssen spektakulär sein. Man muss sich mal ab und zu an die Ecke fahren können, ohne dass gleich alles wegfliegt. Und ja, ich glaube, man will einfach Zweikämpfe sehen und wirklich Action, Funken fliegen. Das muss halt, ja, am Ende muss man, glaube ich, die Leute fragen, was die wollen, weil die sitzen auf der Tribüne und wir wollen es ja, für euch ja noch. Wollt ihr das? Ja.
Halleluja! Ja, es ist nicht einfach. Es ist natürlich immer leicht dann gesagt und was kann man alles ändern. Man sieht ja, die haben es versucht und am Ende würde ich sagen, ging der Schuss ein bisschen nach hinten los an der einen oder anderen Stelle und da muss man schon genau überlegen, aber ja, da sitzen ja viele Leute da jetzt im Winter, die das entscheiden und als Fahrer setze ich mich rein und versuche einfach am Ende das Beste rauszuholen. Ich habe genug eigene Baustellen nach dem Jahr, wo ich wieder dran arbeiten kann fürs nächste Jahr und das ist dann meine Aufgabe. Ich darf dir als letztes eine Frage stellen von jemandem, der dort hinsteht. Er sagte, wie lange fährt denn der Rocky noch in der DTM? Ich habe gesagt, die Frage ist wahrscheinlich Claudi. Relativ einfach. Nee, ist gar nicht so einfach. Ja gut, es gibt ja bei Audi auch noch andere Sachen, die wir fahren oder wo Audi unterwegs ist, sprich Le Mans, Langstrecke. Ja, und da komme ich ja eigentlich her und das reizt mich schon und da ist noch keine Entscheidung fürs nächste Jahr gefallen. Das wird jetzt im Winter in den nächsten Wochen passieren und ich werde auf jeden Fall für Audi fahren, das ist klar, aber ob jetzt DTM oder Sportwagen, das steht noch nicht fest. Es gibt keine andere Wahl, es gibt nur die mit den vier Ringen. Rocky, an dieser Stelle herzlichen Dank für das ganze Jahr, für deinen Einsatz, für das Herkommen. An dieser Stelle noch einen kräftigen Applaus, hoffentlich von eurer Seite und dann geht's los. Autogramme, denn das wollen die Fans. Danke dir. Rocky, würdest du so lieb sein und würdest so ein paar Tasten